Ja, wir wurden um 2.15 Uhr alarmiert zu einem B3-Gebäude in Born am Sechstimmer Weg. Bei Eintreffen des diensthabenden B-Dienstes stellte sich heraus, dass Obergeschoss und Dachgeschoss im Vollbrand standen. Bei meinem Eintreffen kurz danach war auch das Erdgeschoss bereits im Vollbrand. Über die Ursache können wir zurzeit noch nichts sagen. Das Haus ist seit anderthalb Jahren circa wohl leerstehend, laut Nachbarn. Und wir hatten dann im ersten Angriff zwei bzw. nachher vier C-Rohre im Außenangriff und über die Drehleiter ein Wenderohr im Einsatz. Es kann zu einer Verpuffung oder Durchzündung oder Explosion gekommen sein, einer kleineren, sodass die Glassplitter auf der anderen Straßenseite noch zu sehen waren im größeren Umfang, also durch eine, vielleicht eine Durchzündung dementsprechend. Ja, ist erstmal ungewöhnlich. Meistens haben wir ja erstmal mit dem Zimmerbrand oder so zu tun oder mit einer Etage. Über die Ursache kann man jetzt aber nur spekulieren. Ja, klar ist das bis zum jetzigen Zeitpunkt hundertprozentig nicht, weil wir nicht obergeschossig rein konnten. Die Treppe ist weggebrannt. Aber aufgrund der Aussagen und können wir davon ausgehen, dass eine Menschenrettung zumindest auszuschließen war im ersten Moment. Ja, das Feuer ist immer relativ früh schon im Dach, aber bis das Dach dann im Vollbrand steht, das dauert seine Zeit. Wir haben erst versucht, langsam die Dachhaut zu öffnen und abzulöschen. Ist er mittlerweile an mehreren Stellen durchgebrannt, sodass wir noch eine zweite Drehleiter zur Einsatzstelle beordert haben, um schneller hier effektiv arbeiten zu können. Das waren die ersten Maßnahmen, grundsätzlich mal drinnen zu erkunden. Und ein Innenangriff ist immer effektiver wie ein Außenangriff. Das musste man nach circa 10 Minuten, 15 Minuten aber im ersten Moment dann abbrechen, sodass wir nur am Außenangriff arbeiten können. Wir sind zuerst mit Leitern über das Tor, zwei Rohre von draußen und dann mit der anderen Einheit von über das Tor von innen. Und über die Haustür dann vorgegangen und den rückwärtigen Bereich mit einer Steckleiter über ein Flachdach und von da gelöscht. Aber im Nachgang geht jetzt nur noch von außen mit der Drehleiter von oben. Ja, Glassplitter jetzt bis zu den Gebäuden schon. Wenn jemand draußen ist bei der Durchzündung, könnte das schon zu Schnittverletzungen führen. Aber die Personen waren zu dem Zeitpunkt, also meines Wissens zumindest alle im Gebäude. Es gab auch keine Verletzten. Und da ist erstmal eine Verletzung auszuschließen. Ja, wir müssen natürlich jetzt jedes Glutnest oben ablöschen, dementsprechend die Dachziegel, die noch ganz sind, entfernen. Und die Konstruktion wird dann zum gewissen Teil noch schon zusammengebrochen. Die muss dann dementsprechend gesichert werden oder zurückgebaut werden. Wir sind im Moment 51 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bornheim plus jetzt Drehleiter aus Wesseling noch zusätzlich.